Ja, in diesem Video geht es um Zahlenbereichserweiterung. Um Zahlenbereichserweiterung zu erklären, erklären wir erstmal, was die Menge der natürlichen Zahlen bedeutet. Die natürlichen Zahlen werden mit n abgekürzt, n und so einen Strich daneben, und bestehen aus den Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter. Früher gehörte die 0 nicht dazu, die gehört heute dazu. Gut, mit den natürlichen Zahlen kann man Gleichungen lösen, wie zum Beispiel x plus 1 gleich 3. Die Lösung ist hier x gleich 2. Ja, wozu benutzt man natürliche Zahlen? Zum Beispiel, um Kühe zu zählen. Das hier ist zum Beispiel eine Kuh. Da schreibt man also symbolisch eine 1 für. Man muss nicht jede Kuh einzeln aufmalen. Oder wenn man zwei Kühe hat, schreibt man einfach eine 2, da muss man also nicht zwei Kühe aufmalen, wenn man jemand sagen will, dass man zwei Kühe hat, sondern schreibt einfach eine 2. Ja, die nächste Zahlenmenge ist die Menge der ganzen Zahlen, die wird abgekürzt mit z, also ein z und so ein Strich hier, und die besteht also einerseits aus den natürlichen Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter, aber andererseits auch aus den negativen Zahlen, also minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Ja, wir haben also die natürlichen Zahlen, das sind diese hier, erweitert um die negativen Zahlen und erhalten die Menge der ganzen Zahlen. Und warum haben wir das gemacht? Ja, da kann man irgendwann mal auf eine Gleichung wie zum Beispiel x plus 3 gleich 1, und da hat man gemerkt, egal welche natürliche Zahl man hier einsetzt, man bekommt nie eine Lösung. Ja, die Lösung ist nämlich x gleich minus 2, also eine negative Zahl. Und deshalb musste man die natürlichen Zahlen, das sind die, um die negativen Zahlen erweitern, um eine Lösung anzugeben. Gut, es taucht aber ein Problem auf. Früher haben die Leute gesagt, die negativen Zahlen, das sind gar keine richtigen Zahlen. Ne? Nämlich die Zahlen hier, die natürlichen Zahlen 1, 2 und so weiter, kann man ja zum Zählen benutzen. Zum Beispiel kann man sagen, das ist eine Kuh, das ist zwei Kühe, das sind zwei Kühe. Aber was sind minus zwei Kühe? Ja, da haben die gesagt, minus zwei Kühe, die gibt es gar nicht. Also ist das Unsinn. Negative Zahlen sind Unsinn, die gibt es gar nicht. Ja, und irgendwann gab es aber dann die ersten Banken und einen negativen Kontostand. Und da haben sie gesagt, oh, da kann man ja doch was mit anfangen. Zum Beispiel kann minus 2 bedeuten minus 2 Taler Schulden. Und da haben sie gesagt, gut, dann akzeptieren wir das. Wir glauben also jetzt, dass es auch negative Zahlen gibt. Das war also die erste Zahlenbereichserweiterung. Nochmal kurz wiederholt, wir hatten erst die natürlichen Zahlen. Wir konnten diese Gleichung hier nicht lösen und haben deshalb die negativen Zahlen eingeführt. Das war die erste Zahlenbereichserweiterung. Ja, die nächsten Zahlen, die wir einführen, sind die rationalen Zahlen, Q. Die werden Q abgekürzt, Q und so ein Strich. Und die bestehen einerseits aus den ganzen Zahlen, also 0, 1, minus 1 und so weiter. Und aus den Brüchen. Man nimmt also die Brüche hinzu, zu den ganzen Zahlen hinzu, und erhält die Menge der rationalen Zahlen Q. Also die Brüche schreibe ich mal symbolisch ein Halb, ein Drittel und so weiter, alle Bruchzahlen. Gut, warum hat man diese Erweiterung gemacht? Zum Beispiel, um Gleichungen wie diese hier lösen zu können. 3x gleich 2. Ja? Es gibt also keine ganze Zahl, die ich hier einsetzen kann, sodass eine wahre Aussage entsteht. Es gibt also keine Lösung innerhalb der ganzen Zahlen, sagt man. Die Lösung ist nämlich eine Bruchzahl, 2 Drittel. Und das war eben der Grund, warum ich die Menge der ganzen Zahlen um die Brüche erweitert habe zur Menge der rationalen Zahlen. So, die nächste Zahl, die wir einführen wollen, sind die reellen Zahlen. Die werden mit einem R abgekürzt, R und so einen Strich dran. Und die bestehen also einerseits aus den rationalen Zahlen, also Q, die haben wir ja gerade durchgenommen, die Brüche, vereinigt mit den irrationalen Zahlen. Irrationale Zahlen.
Ja, was sind irrationale Zahlen? Auf die irrationalen Zahlen ist man gekommen, als man versuchte, folgende Gleichung zu lösen: x Quadrat gleich 2. Ja, und dann hat man also festgestellt, das kann man also arithmetisch oder geometrisch beweisen, da hat man festgestellt, dass es keinen Bruch gibt, der diese Gleichung erfüllt, also der eine Lösung dieser Gleichung ist. Da kommt nämlich raus, x gleich, wenn man das im Taschenrechner eintippt, 1,41, 42, jetzt muss ich nachgucken, 136 und so weiter. Der Taschenrechner zeigt ja nur endlich viele Stellen an. Ja, das ist also ein unendlicher Dezimalbruch, weil er unendliche viele Stellen hat und er ist nicht periodisch. Ne? Periodisch würde ja heißen, wenn hier zum Beispiel stände 1,41 Periode, das bedeutet 1,41 41, 41 und so weiter, dass sich die 41 immer wiederholt. Das ist periodisch. Und dieser Dezimalbruch kann man beweisen, der ist unendlich nicht periodisch. Ne? Also der wiederholt sich nie, da gibt es keine Kombination, die sich wiederholt. Ja, und das ist eben eine irrationale Zahl. Und eine irrationale Zahl lässt sich eben nicht als Bruch darstellen, zum Beispiel 3 Siebtel oder 100, 101 oder so. Ja, das wäre ja dann eine Bruchzahl. Solche Zahlen hier lassen sich nicht als Bruchzahlen darstellen, also nicht als rationale Zahl. Und deshalb sind das irrationale Zahlen. Ja, was gibt es noch für irrationale Zahlen? Pi ist zum Beispiel auch eine bekannte irrationale Zahl. Die hat den Wert 3,41, nee, 3,14. 1, 5, glaube ich, und so weiter, ist also auch unendlich, aber diese Kombination hier wiederholt sich auch nie. Eine andere Zahl ist e, 2,71 ist das, glaube ich, und auch unendlich viele Stellen und nicht periodisch. Ne? Also kann man sagen, die irrationalen Zahlen, das sind die unendlichen, nicht periodischen Dezimalbrüche. Und wenn ich die nehme hier und mit Q vereinige, dann erhalte ich die reellen Zahlen. Ja, und draufgekommen auf diese irrationalen Zahlen ist man eben, als man versuchte, diese Gleichung hier zu lösen. Gut, damit sind wir am Ende mit unseren Zahlenbereichserweiterungen. Es gibt noch eine weitere Zahlenbereichserweiterung. Und zwar kann man die Menge der reellen Zahlen zur Menge der komplexen Zahlen erweitern. Aber das nehmen wir dann in den Kursen komplexe Zahlen durch. Das Video ist jetzt erstmal zu Ende. Auf Wiedersehen.